Na nö. Wo ist denn die Musik hin? Ich hatte doch eigentlich Sound Sense angemacht. Okay. Na gut, weiter im Text. Also, wir wollten jetzt aufräumen. Das lassen wir einfach also so vor uns hin tickern. Das Ganze einsammeln davon. Vorher, den Barrow hatten wir schon aufgehoben, richtig? Nicht hier. Militär, Alarm. Jo, Barrow-Befehl ist aufgehoben. Der schleift sich immer noch nach Hause. Armer Kerl. Ja. Dann wollten wir hier die Hunde hinbringen. Miasma. Dazu können wir unsere Gegner auch vertreiben. Wir schmeißen aber das ganze garstige Essen nach draußen. Die ganzen Leichen. Oder wir mauern sie einfach ein. Moment mal. Die sind immer noch alle da unten, richtig? Dip, 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 dip. Genau, die sind alle da unten auf dem Haufen. Wenn wir jetzt einfach da oben eine Bodenplatte draufsetzen, dann können sie noch von unten angreifen, was auch nicht viel besser ist. Und sie können nicht fliehen. Doch, können sie. Es gibt auch in den Höhlensystemen Kartenränder, da können sie auch verschwinden. Ha, das ist gar kein so schlechter Gedanke. Und hier haben wir auch jede Menge Treppen. Ich glaube, das mache ich aber mal. Was genau machen wir da? B, C, Floor. Und das mit der Musik stört mich echt. Also Soundsend spinnt gerade irgendwie. Dann mache ich einfach mal die normale Musik an. Also ganz leise, ist ja auch nicht so toll. So, haben wir wenigstens das Klassik-Stück. So, also B, C, Floor. Können wir das darauf bauen? Ja, können wir. Aus Wagon Locks wäre am nächsten dran. Ja, dann nehmen die auch mal. Also Wagon Lock. Da kommt jetzt nur gerade keiner hin. Das heißt, Brücke runter. Shift P. Die andere kann ruhig oben bleiben. So, und dann hoffe ich einfach mal, dass der da schnell genug hinkommt und das aufbaut, bevor die Jungs unten wieder ungeduldig werden und hochkrabbeln. Weil das wäre echt schick, wenn wir sie dann da unten einsperren könnten, hier oben dann ganz in Ruhe aufbauen und die restlichen Goblins, die vielleicht noch irgendwo auf der Karte sind, hierher locken und sie sozusagen dann teilen. Also dass ein Teil der Streitmacht hier oben in die Fallen läuft und der andere Teil der Streitmacht unten in die Fallen läuft. Das wäre genial. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Befehl da schon gleich gecancelt wurde. Bist du noch da oder hast du schon Needs Masonry? Brücke ist da. Okay, die hätten jetzt also einen Zugang zu unserem Fort. Das heißt, ich rutsche mal ganz schnell runter, ob die sich jetzt zu uns bewegen oder nicht. Nö. Oh, doch. Langsam aber sicher ruckeln sie in Richtung Treppe. Ist nicht schön, da ist die Treppe. Wir hatten zwischendurch nirgendwo diese kleinen Hedgecover gebaut. Ach, das ist ärgerlich, dadurch könnten wir sie jetzt verlangsamen. Also wir haben hier oben noch einen, aber der wird zerstört worden sein. Nö, können wir schon gar nicht mehr anwenden. Nee. Also, chop chop. Wer auch immer das Ding da bauen will, sollte sich beeilen. Oh, Pause. Wir sollten ganz kurz gucken, ob hier noch Goblins rumlungern. Und nicht einfach draußen alles aufsammeln. Sieht soweit aber gut aus. Ist das da hinten? Das zwei tote Trolle? Sind ins Wasser gefallen, okay. Trolle können anscheinend nicht schwimmen. Da laufen aber viel zu viele raus. Ah, die Musik ist doch noch da. Dann wird die doch gleich wieder runtergestellt. Oder war das jetzt nur dramatische Musik wegen dem toten Zwerg, der gefunden wurde? Und dem toten Entlein. Sehr dramatisch. So, er bringt das Holz. Dann macht er das dazu. Und dann muss ich gucken, ob ich den Barrow-Befehl wieder anmache oder nicht. Und der tote Hahn. Dramatische Musik. Ja, wir haben ganz viele tote Tiere. Aber dafür haben wir Bunnies. Gleicht das Ganze ein bisschen aus? Debris-Zwerge? Ja, bestimmt.
Aber ja, hier oben scheint jetzt kein Goblin mehr zu kommen, sonst hätten die alle schon die Arschkarte. Das heißt, wir gucken jetzt mal zu F2 runter, zu unserem unteren Eingang. Und da kommt ein Troll. Der wird genau hier drauf zielen, die Tür kaputt machen, die Tür kaputt machen, die Tür kaputt machen. Und dann eine Falle tapsen. Dann kommen wahrscheinlich die ganzen Goblins hinterher. Warum bleibst du ein Feld vor der Tür stehen? Ah, wartest auf Verstärkung. Na gut. Kommen da noch mehr? Bisher sind es nur zwei. Was machen die ganzen Goblins? Die ganzen Goblins ruckeln die Treppe hoch und ruckeln nach da. War wohl wirklich ziemlich knapp. Die tockern jetzt alle da gegen die Bodenplatte gegen. Aber die dürften sie nicht kaputt bekommen. Die Trolle eventuell. Ja, die Trolle sind hier auf dem Weg zu dem Gebiet hier. Wobei sie noch nicht angefangen haben, das Ding da kaputt zu machen. Komisch, komisch. Aber ja, mache ich mir erstmal keinen Kopf drum. Selbst wenn sie die Türen kaputt kriegen, sind hier genug Käfigfallen, um die alle einzusammeln. Das war jetzt nicht so schön, dass hier unten Leute hinkommen, um Leichenteile aufzusammeln. Ich glaube, ich verbiete das mal ganz kurz. Forbid. Alles, was hier unten ist. So. Und Tür zu machen. So. Da wird ja nicht aus Versehen irgendjemand reintapselt, während die Trolle hier Unwesen treiben. Und jetzt können wir uns darum kümmern, den Rest hier aufzuräumen. Also das Miasma sollte als erstes mal weg, weil jeder Zwerg, der da durchläuft, kriegt negative Gedanken. Und das können wir während einer Belagerung wirklich nicht gebrauchen. Und warum liegst du immer noch da rum? Kann dich nicht mal irgendjemand wegholen? Wunden. Du bist durstig und hast fast keinen linken Fuß mehr. Dann lass dir doch eine Krücke bringen. Oder du da. Genau, du. Ah, er trägt ihn. Also. Das ist doch mal ein netter Zwerg. Wer bist du? Hammer 2 wird getragen von... Hauler, Hauler, Nischkoll. Gut, das ist ein lieber Hauler. Aber jetzt das Wichtige. Wo ist hier was vergammelt? Chat-Mechanismus. Ich sehe nichts, was vergammelt. Das muss irgendwo drin sein. Also DBC. Und das hier alles claimen. Da geht das Gewusel wieder los. Also von 70 Arbeitslosen auf 30 runtergesprungen. Aber da haben wir jetzt ja Zeit für. Also ja, hier oben alles sicher. Was sagt's unten? Die Trolle lungern vor der Tür und machen nichts. Super. Das heißt, wir haben jetzt Zeit, mal nach den Trupps zu gucken. Wie viele Verletzte und wie viele aktive Leute wir überhaupt noch haben. Weil ich sehe hier 1, 2, 3, 4 im Krankenhaus. Der Rest scheint okay zu sein. Also wer seid denn ihr? Hammertrupp 2, Hammertrupp 1, Hammertrupp 2, irgendein Stoffhändler. Also Hammertrupp 2 hat wohl die meisten Ausfälle, auch wenn es nur zwei Stück sind. Okay. Militär. Jo, Hammertrupp 1, ein verloren, Hammertrupp 2, gar keinen verloren, aber halt Verletzte. Kann man hier irgendwo gucken, wer von dem Trupp wirklich einsatzbereit ist? Ich glaube nicht. Schade. Na gut, zack. Und die Miner, die haben anscheinend auch gerade recht viel zu tun, sonst wäre das inzwischen auch ausgehoben. Ich hätte echt gern die Hunde hier. Gucken wir mal kurz hoch. Oben sind ganz viele Goblins. Und unten müsste eigentlich langsam alles ausgebuddelt sein. Nö, nicht wirklich. Das hier. Ja. Vielleicht sollte ich doch wirklich mal eine Zeitrafferfolge machen. Wo ich einfach... Oder off-camera eine Weile laufen lassen. Weil wir haben so viel Kleinkram, der erledigt werden muss. Wie zum Beispiel jetzt hier die ganzen Fallen neu bestücken und die Goblins von unten in das Loch runterschmeißen und so weiter und so weiter. Aber ich weiß nicht, es kann ja immer irgendwas Wichtiges zwischendurch passieren, wie zum Beispiel, dass die Trolle die Tür kaputt gemacht haben. Aha, wusste ich's doch. Und wenn die Trolle die Tür kaputt machen, dann sind die Goblins bestimmt auch
auch nicht weit weg. Doch, sind sie. Aber sie haben sich wieder aufgeteilt. Die Bogenschützen laufen jetzt in Richtung unteren Eingang und die Schwertkämpfer versuchen wohl hier einen Sitzstreik. Raus kommen sie ja nicht. Ja, aber soll mir auch recht sein, denn laufen die Bogenschützen vor, kommen die Bogenschützen alle in die Käfigfallen und dann ist die größte Bedrohung eigentlich schon weg. Weil unsere Miliz könnte es schaffen, die hier aufzumischen. Unsere Miliz könnte es nicht schaffen, die Bogenschützen aufzumischen, weil die tackern alle einmal los und dann ist der Zwerg tot, bevor uns überhaupt rangekommen sind. Und das ist echt nicht schön. Obwohl hier im Höhlensystem müssten wir noch einigermaßen rankommen können. Aber nein, 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 nichts riskieren. Wir haben schon genug riskiert. Wir wollen jetzt einfach eine Ruhe aufbauen. Und gucken, warum die Tische nicht gebaut werden. S, 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 S. So. Und irgendwas war noch. Also wir wollten immer regelmäßig Goblins runterschmeißen. Das können wir ruhig weiter tun. Also gucken wir uns mal die Zone an. I. Da. Shift P. Ich könnte mal versuchen, einen Troll runterzuschmeißen. Davon haben wir inzwischen ja recht viele. Also ich schmeiße jetzt einfach mal einen Troll runter. Und auch keine Goblins oder sonst irgendwas dazu. Ich will einfach nur gucken, wie viel Fallschaden Troll nimmt. Also ob der auch tot oder halbtot unten ankommt oder ob der irgendwie Gummiknochen hat oder keine Ahnung. Ich will es denen zutrauen, dass die irgendwas können, was andere nicht können. Weil es wäre garstig, wenn er überlebt. Dann könnte da unten halt rumtoben. Aber wir haben genug andere Fallen, um das Ganze dann auszugleichen. Das passt schon. Genau, und ihr macht jetzt die Tür kaputt und lauft da rein. Und dann könnten wir die beiden eigentlich aufmachen. Vorher natürlich einen Barrow-Befehl wieder anmachen, damit sie alle oben bleiben, unsere Zwerge. Aber die Türen aufmachen, damit die Goblins sehen, hey, da ist ein offener Eingang. Und alle hier in die Fallen reintoben. Ah, das wäre schick. Oh, war da gerade eine Bewegung? Das sah fast so aus, als wenn der Troll gerade unten angekommen wäre. Und dann kurz hier einen Splatter-Effekt hatte. Und ein Büffel ist tot. Damit kann ich leben. Hoch. So. Ist der Befehl immer noch da? Müsste eigentlich, so schnell geht das ja gar nicht. Shift P. Ja, Troll ist immer noch da. Okay, dann war das wohl Wunschdenken. Also müssen wir hier drauf achten, ob irgendjemand hier rauskommt mit einem Troll im Arm. Da kommt der Troll. Na komm. Wer hat denn da eine Wachente dabei? Das ist süß. Okay. Ja, nicht ablenken lassen. Wir wollen Troll töten. So, du dahin. Wir gucken derweil von unserer Aussichtsplattform in Georgons Raum. Wo er gerade seine Artefakte bewundert. Und miau. Da war ein Troll. Und ja, sehr schön. Also Trolle überleben den Sturz auf jeden Fall nicht. Zumindest wenn sie alleine sind. Und selbst wenn es dann zwei oder drei wären, dann würden die anderen in die Waffenfallen reinlaufen oder Käfig fallen. Ja, sehr schön. Dann können wir noch mehr aussortieren. Also nach oben. I. Shift B. Und wo sind die Trolle? Goblins, 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 Goblins. Wir hatten noch ziemlich viele Trolle. Wo sind die alle hin? Ah, da. 1, 2, 3. Das soll reichen. So, das hätten wir so auch erledigt. Und das Miasma ist immer noch da. Nicht schön. Vor allem haben wir doch jetzt alle schon geclaimed. T. Copper Cage, Tin Cage. Irgendwo hier muss das sein. Nichts drin. Nichts drin. Nö, sind alle. Komisch, komisch. Weiß ich jetzt nicht. Müssen warten, bis sich das ein bisschen beruhigt. Und dann gucken, wo es neu aufblüht quasi. Ein Blick noch unten auf die Trolle. Zack, Käfigfalle. Sehr schön. Türen auf. Du auf, du auf. Goblins gucken. Goblins laufen im Kreis.
Warum auch immer. Aber die Bogenschützen scheinen sich nicht so wirklich in Richtung unseres Tores zu bewegen. Obwohl er hier macht gerade einen kleinen Ausflug. Nö, die halten sich wohl nur fit. Laufrunden. Ah, doch. Doch, 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 doch. Das sieht wie eine grottende Bewegung aus. Jo, sauber. Und der Anführer vorne weg. Also als allererstes in die Käfigfalle. Oh, Mist. Ich glaube, es ist gar nicht so gut, wenn Anführer in die Käfigfallen laufen. Dann bleibt der Rest des Trupps nämlich stehen. Das hatten wir am Anfang schon. Und Borrowfield, da war was. M. A. Inside. Alert. So. Alle rein. Alle rein. Okay. Troll. Also Trolle haben wohl auch diesen Nicht-Bug, dass sie keinen Fallschaden nehmen, wenn unter ihnen irgendwas liegt. Ich hoffe mal jetzt, die wachen auf und laufen in eine Falle rein und nicht, dass sie aufwachen und die Fallen neben sich zerstören und so gar nicht erst in eine Falle reintapsen. Das wäre ein bisschen komisch. Aber wenn Trolle das könnten, hätten sie es hier schon gemacht. Hätten sie Tür kaputt gekloppt und dann halt nach und nach die Fallen. Die scheinen jetzt aber einfach nur rumzustehen. Was machst du? Keine Wunden. Pelziges, riesiges, humanoides Ding. Das trifft's ganz gut. Obwohl für mich Trolle nicht wirklich pelzig sind, aber hey. So, Anführer ist gefangen. Rest des Trupps läuft weiter. Und bleibt stehen. Gehen weiter. Sehr schön. Ja, komm, komm, komm. Alle weiter. Ihr wollt doch ganz bestimmt euren Trollfreund da retten. Und alle gefangen genommen werden. Sehr schön. Ja, doch. So mit diesen kleinen Taktiken zwischendurch kriegen wir sie immer weiter klein. Und irgendwann werden wir die kritische Masse erreicht haben. Und der Rest zieht sie zurück. Also einfach, weil er zu genervt ist, dass wir so viele Verluste hatten, ohne irgendwas erreicht zu haben. Und da kommt der nächste Anführer von der Schwertruppe. Oh. Langsam haben wir nicht genug Fallen. Fällt mir gerade so auf. Also ja, hier sind noch ein paar Käfigfallen. Ja, okay. Das gucken wir in der nächsten Folge. Also bis gleich.